Servus zusammen, Friday von GSPS, auch wie gesagt, heute wieder Community-Mittwoch. Ja, Joris und der gute Tommy P. posten ihre Waffe fleißig als Bilder und betteln sich da ein bisschen. Ich habe mir gedacht, da schon in den einigen Kommentaren kam, check doch mal deine Waffen, deine Ausrüstung. Machen wir das mal als Community-Mittwoch. Ich möchte euch präsentieren, was habe ich denn aktuell alles an Airsoft-Markierern hier liegen. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal hier, boop, kleine Verlinkung setzen für den GSP-Gaming-Kanal. Schaut da nochmal vorbei für ein kurzes Gamescom Review und die Airsoft-Kanäle, die Airsoft-Interviews und sonstiges auf der Gamescom, was ich für GSP verwenden möchte, kommt dann. Fangen wir mit dem leichten Zeug an. Eine meiner ersten Markierer war dieses gute Stück hier. Das ist eine KJW M9. Vollmetall. Ja, ich sage immer nur ein bisschen was zu den Waffen, wo es was zu sagen gibt. Schön an der Waffe hier ist die Sicherung. Ja, warum, kommen wir gleich dazu. Funktioniert einwandfrei, auch der Abzug, ihr seht es hier, gefällt mir sehr gut. Der Blowback ist sehr stark, die Waffe hat einen starken Rückstoß und ist eine sehr kräftige Waffe. Top Teil, gefällt mir gut. KJW M9, Vollmetall, eins meiner ersten Airsoft-Markierer, deswegen habe ich sie eigentlich noch da. Wollte sie erst verkaufen, aber jetzt mittlerweile 5 Magazine, die alle funktionieren. Ja, müssen wir mal ein Review drüber machen, würde ich sagen. Als nächstes, eine meiner Lieblinge ist meine KWA G17 GBB, würde ich sagen an der Stelle hier. Bam! Review dazu, beziehungsweise Schlusstest. Ja, alles was dazu zu sagen gibt im Review, würde ich sagen, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Diese Waffe, wer die hat oder ein anderes KWA Modell, lohnt sich auf jeden Fall. Die Waffe hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht, außer dass sie ein paar kleine Macken hat, aber das ist halt so. Ja, keine Sicherung, außer der Doppeltrigger, wie gesagt, alles im Review. Ja, Abzug, einzige Sicherungsmöglichkeiten, ansonsten ist es eine sehr geile Waffe. Sehr geil, gefällt mir gut, hab mir die nicht hart umkämpft, aber sehr, sehr gerne geholt. Und ist mein aktueller Begleiter, ihr seht es dann in meinem nächsten Community-Mittwoch. Lasst euch überraschen. Dann habe ich was von meinem Spotter da. Ja, habe ich mir ein bisschen was ergaunert. Dieses gute Stück hier. Ah ja, die KWA natürlich auch eine Blowback, Gasblowback, genauso wie dieses Stück. Eine WE 5.1 High Kappa Dragon heißt die, glaube ich. Mit fluoreszierendem Rotpunkt. Ja, das ist sozusagen das Hightech-Stück in meiner aktuellen Sammlung. Ihr seht es auch hier. Geht nicht der komplette Verschluss, beziehungsweise nur dieses Stückchen nach hinten. Ist sehr modern. Mit einer Sicherung hier hinten und einer kleinen Sicherung hier an der Seite. Ihr seht es. Machen wir hier. Review würde ich sagen, dazu kommt auf jeden Fall sehr modern. Mein Spotter ist da so ein bisschen angehaucht. Ist ein schickes Modell. Ja, wie gesagt, machen wir dazu mal eine Review. Ihr seht es nochmal hier. Ist Vollmetall, außer an den Schalen hier. Ja. So, vom Leichten zum Schweren. Ebenfalls eine meiner Lieblinge, wie eigentlich alle meine Waffen. Ich muss dann hier mal ein bisschen kramen. Vom Leichten zum Schweren. Meine MP7, KWA MP7 GBB Reviews, verlinke ich immer hier. Piu. Wird viel zu verlinken. Noch mit Holosight, wird aber wahrscheinlich ein T1 kommen, wenn ihr Vorschläge zur MP7 habt, welche Zielvisierung ich nehmen sollte oder was ihr vorschlagen könnt, gerne, werde ich gerne austesten. Ich werde jetzt keinen Scope drauf packen. Ja. Hier mit dem großen Magazin und dem Schalldämpfer, dem Angry Gun Schalldämpfer. Ja, sieht top aus. Ja, einmal frei. Wie gesagt, Review, Schusstest, schaut es euch an. Hammerteil. Kann man so benutzen, würde ich sie jetzt Primärwaffe benutzen, ohne Schalldämpfer und vielleicht mit eingeklappter Schulterstütze als Backup-Waffe. Sehr schön. Wie gesagt, auch eins meiner, ja, wie gesagt, alle meine Lieblinge. Top-Teil. Wer sich die holen kann, auf jeden Fall klare Empfehlung zu diesem Ding. Bleiben wir bei Heckler & Koch. Mein gutes WE. Ja, es ist ein G36, G39 WE in der C-Version. Top. Also ich bin begeistert. Es war jetzt auf Kalbe dabei. Und man hat hier Realismus pur. Also dieses Ding, das war der Hammer. 1,52 Leistung, super konstante Leistung. Und der Druck dahinter ist der Wahnsinn. Super präzise. Ja, wie das echte Modell ist das hier sehr hartes Plastik und die Internals Stahl. Also ich habe da
jetzt Raw-Tech-Tuning reingebaut, dass es einfach massiv ist. Was kann ich noch zum G36 sagen? Das ist einfach mein Lieblings-G36 und ich wollte, weil ich spiele wie gesagt im KDO, hier nochmal eine Grüße ans KDO, ihr seid die Geilsten. Ja, wollte ich mal mit einem G36 einsteigen, aber ich wollte kein Ares G36 SIG und deswegen Gas. Und ich weiß, dass die Jungs aus dem Team auch gerne eine Gas hätten. Gut, weiter geht's. Falls ich mal nicht mit den Jungs spielen sollte, gibt es ja auch, habe ich noch einen weiteren Liebling in der Sammlung. Meine G&P M4. Ich hatte sie in Filefoot dabei, Operation Wüstenratte, und ich hätte nicht gedacht, dass sie so abgeht, wie sie abgeht. Und G&P, was man über G&P sagt, ist nicht erfunden. Die Waffe, damit kann man Sniper wegziehen. Energie 1,5, so wie eigentlich alle. Meine Sturmgewehre 1,5, würde ich sagen, ist in Ordnung. Und die soll man ja auch für Close benutzen. Also das G36 hat einen Endpass drin. Das nicht. Vollmetall, außer hier das Rass und der Grip. Magazin Vollmetall, ja gut, die Schulterstütze. Hammer. Also wirklich, wirklich, ich habe ein P22 drauf. Ist der Wahnsinn. Ohne Magnifier jetzt, weil es für Close Quarter. Das Teil ist super. G&P M4. Brauche ich nicht zu sagen. Ich wollte als Kurzvariante, ich wollte ein kurzes M4 haben. Ja, man kann es auch ein bisschen länger machen noch, aber es sollte relativ kurz sein. Jetzt noch ohne Schalldämpfer. Mal gucken, ob ich mir da noch einen Schalli besorge und draufpacke. So, wir kommen jetzt in die schwerere Variante. Habe ich hier ein sehr geiles HK416. Top. Also ein Feeling, das ist der Wahnsinn. Das hat sich jetzt mal mein Spotter gegönnt, der Drecksack. Hammer. Also Vollmetall bis auf die Schulterstütze und den Grip, aber ein Hammer-Feeling und da könnt ihr euch auf ein Review gefasst machen. Sehr schön. Also er hat es jetzt in Kalbe oben gehabt und das Teil ging gut ab. Also ja, da konnte ich ihn gut überreden, dass er sich das besorgen soll. Wird als, jetzt haben wir es als Sturmgewehr genutzt. Für Kalbe war es ein bisschen lang, meiner Meinung nach. Habe ich ihm auch empfohlen, sich noch einen kürzeren Lauf zu holen oder das ein bisschen zu kürzen. Ansonsten schauen wir mal, dass wir nicht da an dem eher draus machen. Schauen wir mal. 416. So, jetzt kommen wir zu den größeren Wemsern. Bleiben wir doch gleich bei meinem Spotter. Er wollte unbedingt eine Gas-Sniper haben. Habe ich gesagt, Typ, hol dir eine Gas-Sniper, wirst aber schön in die Tasche greifen müssen und hol dir sowas Schickes hier. Das ist ein M40 A1 von Tanaka. Eigener Paintshop von ihm gemacht. Und das Ding hier, das gute Stück, ist ein absoluter Wahnsinn. Also was da an Power dahinter steckt, 4,5 Joule. Also wir haben getestet 4,1 bei 0,40er BWs. Sehr schick. Eigener Paintshop, den er drauf gemacht hat. Und schöne Tasche natürlich dran. Sehr geil. Ja, bin ich auch stolz auf ihn, dass er sich die geholt hat. Und ja, also ich sage immer zu ihm mein Spotter, aber wir wechseln uns da mal ab mit der Spotter- und Shooter-Rolle. Ja, ich sage jetzt einfach mal mein Spotter dazu. Er weiß schon, wer gemeint ist. Sehr leicht ist sie, im Gegensatz zu meinem kleinen Schmuckstück hier. Er hat eine Gas, ich bin da eher der Federdruckfreund. Es ist ein M28 bzw. ein M24 von Echo 1. Und also das ist eigentlich mit der Tanaka das beste Sturmgewehr, das beste Scharfschützengewehr, was ich bis jetzt in der Hand hatte. Das Ding ist der Wahnsinn. Es ist super schwer. Also was heißt super schwer? Es liegt angenehm in der Hand, deswegen super schwer. Review und Schusstest folgt natürlich, genauso wie zu den anderen Waffen, die hier liegen. Aber das Ding hier, das ist so mein aktuelles Scharfschützengewehr, was ich nutze, wenn ich irgendwann vielleicht mal auf Gas umsteige. Aber wenn, benutze ich auf jeden Fall das hier. Bin jetzt von meinem L96 weg. Das kriegt der gute Tom. Ja. Super Ding. Eine kleine Sache habe ich noch, da ich ja auch beim KDO spiele. Hier ein kleines Rätsel für euch da draußen. Ich spiele ja, wie gesagt, noch beim KDO. Nochmal, Jungs, ihr seid die Geilsten. Und habt da ja die DMR-Position eingenommen, sage ich jetzt mal. Und deswegen fehlt hier noch eine Waffe. Als Tipp, welche Waffe das sein könnte. Ja? Ich will sie jetzt noch nicht zeigen, das soll eine Überraschung sein. Es ist eine Waffe, die von der Bundeswehr, dem KSK, beziehungsweise so die Schiene
benutzt wird und es wird ein DMR. Die beiden Hinweise gebe ich euch und dann könnt ihr mal ein bisschen losraten, welche Waffe das sein könnte. Ja, wenn ihr nicht drauf kommen solltet oder nicht zahlreich, gibt es mal in den nächsten Videos, bis es mal erscheint, kleine Tipps und Hinweise. Aber ich denke, das sollte machbar sein und sollte auch erraten werden. Und damit soll es auch soweit von meinem kleinen Waffendings gewesen sein. Welche Themen möchtet ihr gerne hören oder sonst irgendwas? Lasst es mich wissen. Dafür ist der Community mit. Wo habt ihr Fragen, Anregungen, sonstiges? Piu, haut raus. Soweit zum diesem Part und ich muss ja noch einen kleinen Part erfüllen. Wir sehen uns gleich. So, und da wären wir auch schon beim nächsten Part des Community Mittwochs. Es wird jetzt ein bisschen hallen. Ich habe meinen Großmembraner jetzt nicht hier hingepackt. Dem würde es wahrscheinlich auch nicht so gut tun. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Es geht um die kleine Eisbacker Challenge. Ja, da ich den geilsten Partner überhaupt habe und da Jonas einfach der geilste ist, der mich ja nominiert hat, ich mache das ja sehr gerne, so ist es nicht, möchte ich mich so kurz äußern, warum ich das mache und warum nicht. Dark hat sich auch geäußert, jeder hat seine Meinung. Er hat seine Meinung gut vertreten. Aber weil heute ausnahmsweise ein guter Tag ist, weil sonnig sehr warm und andere Leute anders das Wasser verschwenden und ich eigentlich ein sehr sparsamer Mensch bin, was Wasser angeht und ich nichts verschwende und deswegen mache ich jetzt die Challenge. Hier jetzt kleiner Denkanstoß für euch da draußen mit Wasserverschwendung. Schaut zum Beispiel, ich habe es auch schon gelesen, mit der Klospülung, mit der Dusche, Bad oder sonst irgendwas, geht einfach mal einmal weniger kacken und dann macht einfach die Challenge, weil wir müssen alle zusammenhalten, wir sind alle in der Community. Ich würde sagen, es ist einfach eine Community-Sache. Und deswegen, wegen Joris, du bist der Geilste, die kleine Eisbucket-Challenge. Ich muss nur aufpassen, das ist in meiner Bude hier, dass ich nicht alles verschütte. So, ich nominiere Lawrence, ich habe den Namen und Nachnamen vergessen, weil ich dich eigentlich immer nur Lawrence oder Drecksack oder Mausi nenne. Lawrence, weil er ein Drecksack ist. Chana, Connor, er weiß schon. Und meinen Buddy, den Hammel, Julian Weidenhammer. Das soll es gewesen sein. GSP Airsoft, GSP Gaming, was auch immer nochmal hier alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und scheiße, ich muss noch aufs Klo. GSP Airsoft, haut rein.